Wieso konnte ich da jetzt keinen hinterhältigen Angriff machen? Geht wahrscheinlich nicht bei allen Gegnern. Omnibolzen. Ich krieg so viele Omnibolzen. Was sagst du, Mädchen? Oh mein Gott! Ich habe noch nie eine so starke Kontamination gesehen. Lilly, gibt es noch einen anderen Weg? So, das Ding noch mal platt. Das Drecksding. Sieht ansonsten hier alles gut aus. Habe ich noch Skillpunkte? Nein. Ah, ich fühle den Hoodie nicht. Ich habe mit der Frisur, habe ich mir jetzt natürlich versaut, ne? So viel. Ach. Ach Quatsch. Ich untersuche die Außenwand. Mit der Drohne kann ich auf die andere Seite kommen. Holy shit! Ich bekomm's mit der Angst. Alter Schwede. Geil. Nicht runtergucken. Ey, zu, da machen wir doch unsere Morgengymnastik jederzeit, oder? Jetzt da lang oder hier rein? Du zuerst. Klar, kein Problem. Mach ich mit der linken Arschbacke.
Passagierlift kommen sollen. Was soll ich machen? Keine Sorge. Wir können den herabgestürzten Lift als Grund nutzen. Oh Mann. Was kommt denn da schon wieder? Die Musik deutet doch nach Bosskampf hin. Es war knapp, aber ich glaube, das war geskriptet. Ich denke, jetzt sind wir sicher. Sollst nicht so viel denken. Es ist ja immer irgendetwas. Mich überrascht nichts mehr. Natürlich. Vorsichtig! Wir sollten versuchen, das zu umgehen. Ja, ist mir schon klar. Den mache ich von hinten. Jawohl! Prostata gespalten. So muss das sein. Da wären wir. Doch das gerne ist der mit. Eingang zum Passagierlift. Okay. Gucken wir mal, ob wir hochkommen. Zum wahrscheinlich Endboss. Ich werde jetzt auch keinen Break oder so machen. Komm. Na, Zoe, da bist du doch bestimmt noch dabei. Das ziehen wir durch. Willkommen zurück, Herrin. Wer ist das? Willkommen bei Orca Aerospace. Ich bin Ihre Dienerin Arisa. Ich bin der Guide für den VIP-Raum. Da Alarmstufe Rot für die gesamte Anlage aktiv ist, ist der Passagiertransport eingestellt. Herrin, bitte warten Sie so lange in einem Lift, bis alles wieder sicher für Sie ist. Aha. Schick, schick. Ich glaube aber nicht, dass es sicher wird. Bin ich ehrlich. So, voll, voll, voll. Fast voll. Ja, läuft auch ganz gut. Sieht aus wie ein Dienstmädchen. Hör mal, Arisa. Wie lange müssen wir warten? Während Alarmstufe Rot gibt es keine Passagiertransporte. Bitte seien Sie so nett und warten Sie im Lift. Können Sie nicht still sein, wenn ich arbeite? Alarmstufe Rot aufgehoben. Der P-161 Lift zur Prestige Lounge wird in Kürze wieder in Betrieb sein. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten.
Der Passagierlift besteht aus 32 unabhängigen Raummodulen. Jedes Modul hat den Wohnraum auf 4 Ebenen, sodass alle Passagiere eine angenehme Reise haben. Arisa, ich möchte nach oben gehen. Einen Moment bitte. Ach ja. Öffne Zugang zur zweiten Ebene. Dankeschön. Ah, schick, schick. Alter Schwede. Also die Lichteffekte können sich sehen lassen. Ist wahrscheinlich so eine extrem lange Treppe für Ladezeiten. Woher kommen die jetzt? Die zweite Ebene ist die Familiensuite. Kommst du nur, wenn du Babys machst. Scheiße gelaufen, Eve. Hier gibt es komfortable Schlafzimmer und familienfreundliche Räume. Nicht schlecht. Um die Aussicht zu genießen, können Sie jederzeit den hinteren Schutzschild öffnen. Wirklich? Arisa, bitte öffne den Schutzschild. Verstanden. Schild wird geöffnet. Ah, die Polarlichter. Wow. Unglaublich. So eine Aussicht hatte ich noch nie. Hier ist noch so ziemlich alles neu für uns. Ziemlich alles neu für uns. Oh, jetzt im Fallschirm rausspringen. Das wäre ein geiler Abtritt. Ja gut, das Hintergrundbild ist wahrscheinlich fix, ne? Jo, es geht noch eine Ebene rüber. Oh, die Treppen sind geil. Oh, so ein Treppenhaus, ne? Die schon wieder. Woher kamen diese Fotzenviecher denn? Wir werden uns erst die Minuten erreichen. Sobald der Mensch vollständig ist, folgen Sie bitte dem Anweisungen. Danke für Ihre Reise mit Orca Aerospace. Wir wünschen einen schönen Tag. Ich würde gerne wissen, was das für Menschen sind oder Seelen. Sind das andere Androiden? Ich glaube, hier wird nichts mehr kommen. Es wäre so schön gewesen. Die ganzen Solarzellen. Die Atmosphäre hier ist anders. Lilly, wie geht es weiter? Am Ende dieses Weges sollte ein Fahrstuhl nach oben sein. Okay,
Schick, schick. Hier nach links. Go, pass auf. Wir sind am Fahrstuhl. Nur KIs mit Administratorrechten haben darauf Zugriff. Und was jetzt? Die Tür geht auf, wenn du die KI zurücksetzt. Zurücksetzen? Kannst du nicht einfach zerstören? Ja, das geht auch. Na also. Das ist doch wesentlich mehr in meinem Sinn. Silberzahn. Oh, neue Ohrringe. Warum war mir das irgendwie klar? Endlich was zum Hinsetzen. Oh, Moment. Ich sitze ja schon längst. Lilly, kannst du den Status der Railgun prüfen? Klar. Booster, Kühlsystem, Sensoren. Sieht alles gut aus. Wir müssen nur beim Überladen aufpassen. Boah, was hast du? Ich dachte, da wäre etwas. Alter, das ist gruselig. Ich empfange hier aber kein Signal. Sieht aber alles gut aus. Okay, hierhin kann ich reisen. Das war's. Naja. Lilly, hast du irgendwas von Adam gehört? Leider immer noch nichts. Langsam mache ich mir echt Sorgen. Ich mir auch. Hoffentlich geht's ihm gut. Wie läuft's mit der Netzwerkverbindung zur Kolonie? Bisher keine Verbindung. Wir erfahren sicher mehr, wenn wir weiter oben sind. Ja, wir müssen so oder so nach oben. Okay, genug ausgeruht. Wollen wir? Ich habe das Gefühl, dass diese komische mädchenartige Puppe uns die Probleme gemacht hat. Ist aber schön hier. Familiengarten, alter Schwede. Wow, die Atmosphäre hier ist einzigartig. Und in gutem Zustand. Sollte auch gut riechen, denke ich. Ja, es riecht blumig. Aber... Irgendwas stimmt nicht. Ernsthaft? Die sind ja alle unecht. Scheinbar konnten nicht mal die VIPs die echten sehen. Ah! Lilly. Das habe ich mir noch fast gedacht. Lilly? Hörst du mich? Lilly? Oh komm schon, das ist nur eine Drohne. Igitt.
Creepy. Sie schon zuerst auf die Drohne. Wir werden schlauer. Du bist alles andere als gewöhnlich. Was? Musik in der nächsten, also die, die eben im Pausenraum war? Ja, möglich. Keine Ahnung. Au! Ja, aber treib mal gleich. Ach ja, so ein Müll, ey. Lilly. Lilly. Drohne kaputt. Huh, das ist eine harte kleine Drohne. Genau, oh, schütteln, das hilft. Verbindung steht. Jetzt geht's wieder. Was war das, Eve? Das war ein Nativer-Angriff. Ich wusste es. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja. Mir geht's gut. Das ist eine fucking Drohne. Es ist ein schwebendes Walkie-Talkie. Mehr nicht. Bau darauf keine Verbindung auf. Als wenn es irgendwie... Als wenn die Kleine gerade dem Tod entkommen wäre. Ich glaube nicht, dass das 60 FPS sind, aber ich verwundere es, dass es trotzdem relativ flüssig ist bei dieser Anzahl an Details. Der Nativer, den ich gerade besiegt habe, hat einen Menschen als Wirt benutzt. Nein, das ist nicht ganz richtig. Es wäre treffender zu sagen, mehrere Menschen. Ernsthaft? Die können auch mit mehreren Menschen verschmelzen? Why not? Was wurde aus dem Typen, der sonst immer die Drohne gesteuert hat? Denkst du, dort oben warten auf uns noch mehr davon? Der musste irgendwie zur Stadt zurück, unerklärlicherweise.
Und da wir ja hier eher, dass ich das Gefühl habe, dass der alte Kreis, dem wir helfen, nicht wirklich auf unserer Seite ist. Und Mother's Bear auch nicht unbedingt ist. Habe ich das Gefühl, dass wir Adam aus dem Weg räumen mussten. Geheimnis bleiben. Ein Disco-Outfit? Heilige Scheiße. Die sieht ja aus wie eine Presswaschen, dieser Jeans, ey. Also dementsprechend abgehauen und hat unter Protest. Wollte erst nicht, dass wir weitergehen, was sehr komisch rüberkam, und jetzt hat er es doch irgendwie so gezimmert. Die Tür öffnet sich durch den KI-Reset. Dass die Kleine halt die Drohne steuern kann. Einfach mal rausspringen und abwarten, was passiert. Ob man zur Erde fliegt oder ob man da drin schwebt. Und da schwimmen kann. Sieh mal aus dem Fenster! Die Erde! Ich würde gerne irgendwo. Unglaublich, wie blau die Erde vom Weltraum auswirkt. Ja, die Erde ist ein blauer Planet. Ist alles nur noch grau und karg. Ja, aber wenn die Sonne scheint, dann wirkt auch der Weltraum von der Erde aus blau. Doch hier oben erstreckt sich nur Dunkelheit in jede Richtung. Ja, das Licht im Universum stirbt, weil es expandiert und die Sterne sich immer verteilen. Muss ich hier warten? Also es ist normalerweise nicht so, dieses K-Pop ist normalerweise überhaupt nicht so meins. Aber es... Ladebildschirm. Ist immer so bei Aufzügen, wenn die länger brauchen. Oh, er hat wieder angehalten. Dabei waren wir schon fast am Zentralkern. Oh. Die Musik ist zu krass am... Ups. So. Ja, komm. Oh, komm schon. Ach so. Ja, das mach ich doch mal auf. Wenn ich sowieso warten muss. Oh, scheiße. Aber ich krieg da viele Omnibolzen. Ich weiß noch nicht, was die machen. Ich glaube, Omnibolzen waren für das
Warte mal. Für was waren denn Omnibolzen wichtig? Fischstücke. Missionswichtige Gegenstände, Omnibolzen, 13 Stück. Von Modifikationssockeln. Ah, toll. Haben wir mehr als genug. Das sind ja schon langweilige Aufzüge. Oh, komm schon, viel zu lang. Wahrscheinlich eh nichts Interessantes schon sein. Ich kann sogar theoretisch. Im Hängen könnte ich theoretisch sogar noch die Klamotten wechseln. Peterkerl, ich hab die Peter-Energie nicht einmal so weit getragen. Ja, mit der Frisur habe ich mir die Ohrringe versaut. Definitiv. Modifikationssockel, ja, ist fertig. Ja, toll. Bringen mir die Omnibolzen auch nichts. Ich habe das Gefühl. Lilly, konntest du dich mit dem Netzwerk der Kolonie verbinden? Ich empfange immer noch kein Signal. Fast so, als wäre eine unsichtbare Barriere zwischen diesem Ort hier und der Kolonie. Ich vermute mal, dass der Alpha-Nativer da oben dafür verantwortlich ist. Ja. Ich wette, deshalb war keine Kommunikation zwischen Erde und Kolonie möglich. Das heißt, wenn wir ihn loswerden, erspart uns das eine Menge Ärger. Beim Kampf müsste der Süd so auseinanderfallen. Der Zentralkern sollte direkt vor uns liegen. Sehe ich noch irgendwas? Haben wir es geschafft? Haben wir. Aber... Sieht nicht gut aus. Ein starkes elektromagnetisches Feld umgibt diesen Ort. Fühlt sich an wie im Auge eines Sturms. Lecker Schmecker. Das sind einige Gehirne. Was hast du? Was hast du dir selbst angetan? Ich kann all das Leid sehen. Ich beende das jetzt.